kann man machen. Sollte wahrscheinlich eigentlich jetzt Lernpunkte ausgeben für Zweihand. Wobei, nee, Zweihand war jetzt auch schon teurer, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, plus 4. Ist okay. Einfach mal Lederbeutel aufmachen. Was weg ist, ist weg. Dann haben wir den Fokusstein. So, und hier haben wir rechts, links. Ah, Gegensatz zu der anderen da hinten mit links, rechts haben wir hier rechts, links. Okay. Ist okay. Und diese bunte Steintafel, die sollen wir wahrscheinlich dann den Magiern geben. Gehe ich mal von aus. Also ja, läuft auf unserer Erkundungstour, ne? Kann man machen. Und da drüben würde ich irgendwie gerne auch noch rüber. Komme ich auch. Oder? Bin mir gar nicht sicher. Nee, da geht's nicht lang. Da ist auch irgendwas Leuchtendes. Aber ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Nice. Keine Ahnung. Also wirklich keine Ahnung. Gut, gehen wir mal zurück. Sagen mal den Piraten, oh, ich bin bereit für Sumpfrattenjagd. Mach mal. Vielleicht gehen wir auch zu Kronos, gucken mal, ob er was hat hier, um Trolle zu schwächen oder sowas. Ich weiß ja auch nicht. Und vielleicht können wir einfach jemandem die violette Tafel geben. Und wir kriegen dafür schon irgendwas, womit wir dann irgendwie vorankommen. Oh, shit. Sie haben Orks. Das sind wahrscheinlich keine der einfachen Varianten, ne? Ich würde da gerne gleich nochmal auf Speicher und nochmal hingehen. Einfach nur mal, weil, weißt du? Warte mal, einmal voll heilen. Ich bin voll und geheilt. So. Nachher sind das nur irgendwelche Ork-Jäger, die wir da schon mal hatten. Oder Ork-Speer war das? Irgendwie sowas. Na, sowas eigentlich harmloses. Aber ich glaube fast nicht. Oh, Krieger sind das. Also schon heftig deftig, was ich so nicht kaputt kriege. Ne, kannst knicken. Na gut. Dann geben wir einmal so eine Tafel ab, gehen einmal schlafen. Schauen wir mal, ob Kronos hier so einen Trollzauber hat. Wenn nein, gehen wir zum Piraten und sagen, ja, lass mal jagen. Lass mal auf die Jagd gehen. Lass knacken. Na, irgendwie sowas. So, wer wollte denn die Tafeln jetzt haben? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war Saturas, ne? Medarion? Nein. Aber Mix hier könnte mir schon mal beibringen, hier die weitere Sprache zu lernen, ne? Hey, du. Dann könnte ich die anderen Tafeln lesen. Lass uns handeln. So, hast du was gegen Trolle? Sieht nicht so danach aus.
glaube nicht, dass eine Verwandlung helfen würde. Ende Gelände. Also er hat nicht so viel. Hast du Interesse an der Tafel? Nein. Dann gehen wir mal einmal ganz kurz hier umschlafen, weil es gerade auf dem Weg liegt. So. Einmal zu Satoras. Da ist er auch schon. Hallo. Wegen der Reliquien. Wegen der Reliquien. Ich denke, ich habe ja was für dich. Diese Art von Steintafeln kennen wir bereits. Die bringen uns jetzt nicht weiter. No. Es muss noch mehr geben als das. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Diese Tafel fand ich in einem Gebäude im Süden. Ah, eine Tafel der Totenwächter. Sie waren es, die die Geister ihrer Verstorbenen beschworen. Die Verbindung zu ihren Ahnen war bei den Erbauern sehr stark. Sehr gut. Das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Okay. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Gut. Wofür braucht er diese 5 Steintafeln? Wofür braucht er diese 5 Steintafeln? Die Aufzeichnungen, die wir hier in der Ruine finden können, sind unvollständig. Aber die Niederschriften der Erbauer sprechen von 5 Herrschern, die diese Stadt regierten. Jeder dieser Herrscher hatte eine dieser Tafeln als ein Symbol seiner Herrschaft. Ich denke, diese Tafeln sind der Schlüssel zu unseren Fragen. Gut. Adanos möge dich schützen. Ja, immer. Für Belia! Ah, nee. Irgendwie ein falscher Gott, hä? So. Myxia. Zeig mir mal was über die andere Sprache. Lehre mich die fremde Sprache. Die hohe Sprache der in der Sprache jeder. Ja, wissen wir. So, 15 Lernpunkte. Wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Ich hatte doch. Nein, ich hatte noch kein Level. Ah, okay. Weißt du, ich habe den Kopf schon damit abgeschlossen. Ja, wir haben gleich Level up. Dabei haben wir noch gar kein Level up. Ich habe mich selbst ausgetrickst. Wow. Okay. Ja, von uns zu Pirat. Gehen wir mal auf Jagd. Lass uns jagen gehen. Lass uns jagen gehen. Gut. Zu zweit ist es ein Kinderspiel. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja. Gut. Bleib mir einfach auf den Fersen. Okay, der geht da lang. Das habe ich jetzt fast befürchtet. Oh, na gut. Hoffen wir mal, dass wir trotzdem Erfahrungspunkte bekommen. Komm her, Mistvieh. Ich glaube nicht. Da ist nichts zu holen. Ah, ich sollte da nicht einfach runterspringen, ne? Ist verlockend, aber nö. Nö. Tag. Ach schon, jetzt fängt er hier wieder an rumzulaggen. Da ist nichts zu holen. Aber, nee, war nur ein kleiner Mini-Fuß. Die Viecher hätte ich hier auch alleine erledigen können. Hau drauf. Schade. Aber ich habe Erfahrungspunkte gekriegt, obwohl ich nichts gemacht habe. Also kriege ich doch Erfahrungspunkte. Okay. Der Talkessel. Hier müssten einige von den Biestern sein. Folge mir. Okay. Immer nur drauf zu. Das wird schon. Ein Lurker.
Easy-Ziel. Da ist doch so ein Vieh. Zack. Nächste bitte. Was kann ich immer deine Waffe wegstecken? Oh, was ist denn da? Ein Varan. Ich kriege dich. Was ist das Letzte, was ich tue? Geht doch. Okay. Eine Spruchrolle. Gedöns. Gedöns. Und so viel Gedöns. Wo ist denn jetzt der Jack? Captain Jack mit ohne Sparrow? Der wartet auf mich, ja? Und sagt dann einfach, ja, ich bin fertig. Geh da mal, ne? Kannst mich im Lager treffen oder sowas. Schauen wir mal. Achso. Das habe ich befürchtet. Was? Die paar Viecher hier sind gerade mal die Hälfte von dem, was ich brauche. Jetzt müssen wir in den Canyon. Pass auf, tiefer im Canyon wird's brandgefährlich. Wenn dir dein Leben lieb ist, bleib schön dicht bei mir. Okay. Gut, lass uns gehen. Alles klar. Ich würde zwar gerne wissen, was da genau ist, aber du wartest, ne? Ganz kurz. Kann ich nämlich hier nochmal ganz kurz absuchen, ob hier noch irgendwas ist, eine Heilpflanze. Vielleicht ist hier ja noch irgendwie was. Man kann ja mal gucken. Da geht es halt einfach nur in die Tiefe, ohne dass hier was Spannendes ist. Schade. Wahrscheinlich ist da was noch, ich habe es jetzt einfach nur nicht richtig sehen können. Warte mal. Du wartest da hinten noch, ne? Hoffe ich. Nicht, dass hier irgendwo noch ein versteckter Eingang ist oder so. Nö, okay. Dann begeben wir uns halt in den sogenannten Canyon. Das wird bestimmt toll. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Nur erstmal wieder rauskommen hier. Ach, guck mal, da hinten ist ein Loch. Kommt man da dann irgendwann durch? Also von der anderen Seite wahrscheinlich? Oder wie ist das gedacht? Kann auch hier lang gehen. Das Blut und Tote. Angus. Aha. Hank. Aha. Ein Trank. Wir sind ein bisschen ermordet worden. Schade, dass ich seine Axt nicht haben darf. Was war das jetzt für ein Ring, den ich jetzt da gerade gekriegt habe? Ich habe das so schnell nicht gesehen. Dachte mir nur erstmal, Lord. Überseehändler Gilde Araxos. Aha. Morgensring. Aha. Okay. Gesehen, zur Kenntnis genommen, weiter geht's. Na, also immer schön Augen aufmachen, wie immer. So. Wo ist denn Jack? Jack! Jack! Jetzt ist er ohne mich gegangen oder was? Es ist voll sauer, dass ich jetzt nicht sofort mit ihm mitgegangen bin oder was? Och nö. Och nö. Ich ist auch ein bisschen blöd. Blöd. Ah nee, da ist er. Komm schon! Ich bin ja da! Wer bist denn du? Einer der Piraten, ja?